Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions. Das ist Eli, der Star des Filmchens. Und wir werden euch heute mal zeigen, wie ich normalerweise zu meinen Paketen komme. Klingt erstmal komisch, das Intro von dem Filmchen, aber tatsächlich ist es für mich, ich wohne im Wald, nicht immer ganz einfach, Sendungen von irgendwelchen Zustellern zu erhalten. Ja, die landen auch mal gern irgendwo, wo sie eigentlich gar nicht sollen, denn bei mir draußen stellt so gut wie fast niemand direkt zumindest bei mir eine Anschrift zu. Ne? Und in diesem Fall handelt es sich so um den Klassiker, ein Postpaket. Ja, die kommen manchmal schon hierher. Ja? Aber in dem Fall ist es mal eine Packstation, das heißt, wir fahren in die nächste größere Kleinstadt, wenn man das so nennen mag. Ja. Und das ist ungefähr so Hälfte, Hälfte über den Elberadweg, den wir jetzt hier befahren werden, und die andere Hälfte so ein bisschen Straße mit Stadt natürlich. Ja. Und ihr seht vielleicht auch schon an meiner Kleidung und auch daran, dass Eli ein bisschen zittert. Es ist frisch. Wir haben nur ungefähr 5 Grad Celsius Außentemperatur und es ist stark windig. Ja, also es wird wahrscheinlich ein paar Mal rauschen hier im Mikro der Kamera. Ich habe Mütze unter meinem Helm an, Unterhose natürlich und 2 Paar Strümpfe. Ja, Eli zittert, aber das wird gleich ein bisschen wärmer werden, ja, keine Frage. Er wird sich ordentlich warm laufen. Und der Grund dieses Videos ist nicht einfach nur so, dass ich euch hier was präsentieren wollte, sondern das ist eigentlich nur nebenbei. Ja, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das veröffentlichen werde, sondern mir geht es nur einfach mal darum, ich wollte einen zusätzlichen Halter meiner GoPro testen. Ja, denn ich habe bei mir am Fahrrad eigentlich 2 GoPro-Halter. Ja, einmal ist es der hier oben, also für Rem-Mount. Ne? Also für diese Rem-Mount-Halterung, die gibt es bei mir auf der Webseite auch als Rezension, verschiedene Arten. Das ist die hier oben am Lenker, das ist sozusagen die Ego-Shooter-Perspektive. Ja, die hat aber manchmal halt den eingeschränkten Sichtbereich, dass man keine Eigendynamik drauf sieht, der große Nachteil. Und darum habe ich dann halt hier noch die zweite Halterung, das ist die hier unten. Die kann ich dann wie gesagt abklappen. Und da seht ihr dann drauf hier natürlich das Vorderrad mit der Federgabel. Ne? Ist natürlich besonders im Gelände ziemlich attraktive Sicht, denke ich, weil man einfach ein bisschen mehr Dynamik hat. Ja, und jetzt teste ich mal was ganz Unorthodoxes. Und zwar meine Halterung, die eigentlich vom Boot ist. Das ist auch eine Rem-Mount-Halterung. Ja? Aber in diesem Fall habe ich mir die hier, also diese lange Stange, wie gesagt, wer mein Tourenvideo kennt aus Finnish Lapland, ja, auf dem Ivalojoki. Das war praktisch die Halterung, womit die Aufnahmen an der Kamera teilweise entstanden sind. Und da dachte ich mir, guckst du mal, ob das auch am Fahrrad funktioniert. Ja? Denn das könnte jetzt eine Perspektive sein, die vielleicht so ein bisschen schaut, ja? Also wo wir komplett drauf sind. Das ist der große Nachteil natürlich durch dieses Eigengewicht, das wackelt ziemlich stark. Ja? Schauen wir also mal, was bei der GoPro der sogenannte Heather Smooth, ja, was der da noch so wegfiltern kann von dieser Wackelei. Ich werde zwischendurch also die Kameraperspektiven mal ein bisschen ändern, ja, also von der einen zur nächsten switchen. Und natürlich, Star des Videos ist Eli. Normalerweise brauchen wir für den Weg, wenn er richtig gut drauf ist, ungefähr 17, 18 Minuten. Schauen wir mal, ein paar Mal müssen wir vielleicht bremsen, denn ich bin vor 4 Tagen das erste Mal nach dem großen Sturm hier lang gefahren und da musste ich alle 50 Meter anhalten, um das Geäst und die umgefallenen Bäume vom Weg zu spachteln. Ja. Mittlerweile hat die Kommune, glaube ich, schon einmal mit der Kettensäge ist schon mal durchgegangen. Es dürfte also heute wahrscheinlich ein bisschen besser sein, dass wir vielleicht ein bisschen freie Fahrt haben. Schauen wir uns das mal an. Beginnen werde ich hier mal mit der Lenkerperspektive, weil dann seht ihr anfangs am meisten, wo es erstmal lang geht. Ja? Und ich werde dann zwischenzeitlich mal ein wenig die Perspektive wechseln. Ja? Das ist hier recht fix schnell montiert, dank dem Rem-Mount. So, Eli, bist du startklar? Eli ist immer startklar. Ja? Schön langsam, Eli. Langsam erstmal. Ja? Eli kennt eigentlich keinen langsam, der kennt nur Vollgas.
Da geht's auch schon los. Sieht gut aus, der Weg, würde ich sagen. Ja, ist deutlich freier als beim letzten Mal. Deswegen wechseln wir jetzt mal hier zu der neuen wackeligen Methode. Ich weiß nicht, wie das gerade rüberkam, aber es waren gut 35 km/h, die Ila M gelaufen ist. Nur mal so nebenbei. Du bist fit, Eli? Schön langsam.
haben wir hier den Klassiker. Ja. Ich find's richtig geil, wenn Sachen in Kartons verpackt werden, obwohl der Inhalt nur ein Bruchteil von dem Volumen des Kartons ist. Ja. Zu was führt das? Platzsparender Fahrradrucksack, viel zu großer Karton. Ja. Das ist so, also ich bin auch schon hier wirklich, wie gesagt, ihr kennt das ja, ne? Ich war mit dem Tasmanian Tiger Pathfinder und ich bin hier auch schon tatsächlich mit dem Tasmanian Tiger Range Pack Pakete holen fahren, nur aufgrund dieser Tatsache der zu großen Kartons. Ja. Natürlich auch, wenn man mal was Größeres bestellt. Aber der Inhalt hier, der müsste nicht so groß verpackt sein. Das heißt, ich werde mir jetzt hier den Karton etwas klein machen und das Ganze hier separat verstauen und dann geht's weiter. Eine Viertelstunde später, ich habe jetzt den Karton komplett zerwirkt, ja, also natürlich klein gefaltet und den Inhalt hier in diesen akkurat super unpassigen Rucksack manövriert. Ja. Jetzt sieht natürlich auch jeder, was ich gekauft habe. Ja, also wie gesagt, der Rucksack war in diesem Fall ein bisschen zu klein. Ich hatte gehofft, dass das Paket und auch der Inhalt noch ein bisschen kleiner war. Naja, dem wäre nicht so gewesen, denn ich versuche natürlich zu vermeiden, dass ich ja regelmäßig mit so einem Riesending auf dem Rücken losfahre, weil das stört ja natürlich, weiß jeder Fahrradfahrer, hinten im Nacken mit dem Helm. Ne? Das ist relativ unbequem. Ah ja, das ist so der Klassiker. Dann kann man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn ich das Ganze wieder zurückschicken muss. Da überlegt man zweimal, ob man was bestellt. Ja. Und dann wollen wir jetzt noch zu so einem kleinen Baumarkt hier um die Ecke fahren, so ein Gartenheimcenter. Ja. Auch mit Tierbedarf. Ich brauche noch eine Flasche Brennspiritus. Und Ila kriegt natürlich eine kleine Belohnung. Schweineöhrchen. Ja. Thank you.
Und hier ist Ho, Diddle Ho. Ja, leider gab es keinen Brennspiritus. Dafür muss ich denn tatsächlich nochmal in einen Baumarkt fahren. Der ist allerdings so weit weg, dass ich es nicht mehr rechtzeitig schaffen würde, bevor es anfängt zu regnen. Das heißt, wegen der Flasche Fuse fahre ich dann nochmal nächsten Tag extra los. Auch gut, ne? So bleibt man halt fit, ne? Und hier nochmal so ein kleines Ding für alle Hundefreunde. Guckt euch mal den Pullover von Ila an. Ja. Er ist jetzt nur gelaufen und ja, das habt ihr so bei ungefähr fast, na mindestens 3/4. Ja, das habt ihr wirklich bei sehr, sehr vielen Pullovern und Jacken, ja, dass egal wo der Reißverschluss liegt, egal ob er oben, unten oder an der Seite ist, ja, dass die Dinger einfach mal aufgehen, sobald der Hund aktiv wird. Jetzt frage ich mich natürlich immer, für welche Hunde sind solche Sachen wohl konzipiert? Hunde, die nur an der Ecke liegen oder was? Die sich den ganzen Tag nicht bewegen? Eigentlich ist es doch logisch, oder? Dass der Hund sich bewegt und natürlich auch mit der Klamotte an. Na, das bemängle ich bei so gut wie fast allen Hundeklamotten, die ich habe, dass sich die Dinger bei sehr aktiver Bewegung, wie gesagt, von alleine öffnen. Ja, ist eine Fehlkonstruktion schlechtwegen von dermaßen vielen Herstellern, ja, wo man sich wirklich an den Kopf packt und fragt, haben die eigentlich überhaupt eigene Hunde und was machen die eigentlich mit denen? Ja, sind das nur irgendwelche Ausstellungshunde, die schön für den Katalog abgelichtet werden, oder sind das auch solche wie Eli, ja, die sich bewegen? Naja, wie gesagt, einziger Nachteil bei so einem Weimaraner, das nicht vorhandene Unterfell, ja, und grundsätzlich die kurze Behaarung. Wie gesagt, ja, 5 Grad, es wird immer frischer jetzt, der friert sich den Hintern ab, vor allen Dingen, wenn wir halt mal so eine kurze Ruhepause von 10 Minuten wie an der Post machen. Ja. Von daher ist auch schon darauf angewiesen, es geht nicht anders. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja auch mein eigenes Produkt, aber jetzt wollte ich ja noch nicht in die Kamera halten. Ne. Wir fahren jetzt weiter, ihr kriegt jetzt hier die Perspektive von vorne mal, zur Abwechslung mal was anderes. Und langsam los, Eli. Eli kennt nur volle Banane. Und schon sind wir wieder auf 30 km/h. Jetzt halt mal langsam. Also fit, Eli? Eli ist natürlich ist Eli noch fit. Den letzten Metern werde ich jetzt hier noch die Perspektive unten demonstrieren. Für alle, die es interessiert, dann habt ihr mal so alle 3 Kameraperspektiven, die ich so am Fahrrad nutze, auf Tasche. Wobei, wie gesagt, ich noch rausfinden muss, ob die dritte wirklich eine dritte ist oder ob das nicht doch vielleicht ein bisschen zu doll wackelt. So, für die letzten 2 Kilometer nutzen wir dann mal die untere. Auf geht's, Eli. Meist wieder ganz langsam los.
Zieh! Zieh, Eli! Ja! Ging noch ganz fix, oder? Mal so ein Paket abholen. Ich hätte das gleiche Video natürlich auch mit dem Titel machen können, wie fährt Dominik einkaufen? Ja, ist genau das gleiche. Ungefähr 2 bis 3 Mal die Woche, wie gesagt, bin ich auf die Art und Weise unterwegs, dass ich mir die Dinge hole, die ich so zum Alltag, zum Leben brauche und natürlich auch, wenn ich irgendwo was bestelle. Ja, wie gesagt, ich habe extra nicht mit dem Untertitel gemacht, Dominik fährt einkaufen, denn ich wollte hier auch nochmal darauf hinweisen, ja, was es bedeuten kann, wenn man bewusst Dinge bestellt. Ja? Nicht so, wie es heute vielleicht gang und gäbe ist, bestellen, bestellen, bestellen und wieder zurück, 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 Prime und Co. Ne, ihr kennt das. Ja? Für den einen oder anderen ist es tatsächlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Ne? Und das ist dann auch wieder, entspricht, es schließt sich der Kreis auch wieder meine Philosophie, irgendwo ein bisschen der Nachhaltigkeit beziehungsweise des bewussteren, mehr Planet-, Ressourcen-, Umweltschutzgerechteren Handeln und Denkens in unserem Alltag. Ja? Und als kleiner Nebeneffekt natürlich, ja, fragen sich die Leute immer, Mensch Dominik, ja, du bist bestimmt ins Fitnessstudio und hast sie gesehen, ja. Nein, das macht Dominik nicht. Dominik lebt einfach nur draußen. Das ist der Unterschied. Ja? Und dann bewegt man sich automatisch, ja? Ob man es will oder nicht. Man hat gar keine andere Wahl. Und das übrigens auch bei Wind und Wetter. Ja? Also genauso wie ich es hier bei minus 5 Grad im Schneeregen gemacht habe mit Glatteis, bin ich hier die gleiche Strecke geschlittert, wie ich es auch bei plus 30 Grad mache. Ja? Das Auto hole ich wirklich nur raus, wenn es Dinge sind, die auch nicht mehr in den Tasmanian Tiger Range Pack passen. Beziehungsweise, was ich auch schon gebracht habe, mir rechts und links, was ein Lenker gebammelt und wirklich auch mit einem Strick auf den Rücken geschnallt. Man mag es nicht glauben. Die Leute, die einen dann sehen, müssen auch denken, hier, der hat doch wirklich eine an der Tüte. Ja. Mag sein, dass das so ist, ja. Ja, aber wie gesagt, ich wollte euch zeigen, es geht auch ein bisschen anders. Oh, und das ist übrigens dann so ein Teil unseres Sturmschadens gewesen, mit dem ich mich dann jetzt ganz nebenbei noch weiter beschäftigen werde. Zuerst erstmal gucken wir uns an, was wir da gekauft haben. Und ich kann nur hoffen, dass der Kaufen sehr wohl überlegter gewesen ist. Ja. Ich meine, ich fahre die Strecke morgen sowieso nochmal für den Brennspiritus, davon mal abgesehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz versuche ich doch zu vermeiden, regelmäßig mit einer riesen Last auf dem Fahrrad zu fahren. Denn das schränkt doch schon ein bisschen ein. Ja. Insofern bedanke ich mich mal fürs Zuschauen, für die etwas unorthodoxe Art und Weise eines Videos und wünsche euch, egal wie und egal womit natürlich, ja, vielleicht auch ein bisschen so mit einem grünen Daumen, ne, immer viel Spaß draußen.